Hallo zusammen, hier ist wieder euer Land, ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines nettes Toy, was jetzt eine Weile ja nicht bekannt war, wie man es kriegen kann. Mittlerweile wurde das Rätsel um das Toy gelüftet und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Das Toy schimpft sich einmal Quintessenz der urzeitlichen Beschwörung und ja, für dieses müssen wir uns ein bisschen was im AHA kaufen, beziehungsweise ihr könnt euch das auch selber herstellen. Was ist das Ganze genau? Und zwar müsst ihr euch einen Buff hochstacken, um dieses Toy zu kriegen. Deswegen war das eine Weile nicht bekannt, wie man das bekommen kann. Wir brauchen nämlich ein Item. Ich habe es mir hier schon in die Leiste gezogen. Extrakt der urzeitlichen Beschwörung schimpft sich das. Und ihr seht, hier sind verschiedene Qualitätsstufen im Auktionshaus. Das kann ein Verzauberer, meine ich, herstellen. Und diese Dinger bringen je nach Rang unterschiedlichen Buff. Und zwar kriegen wir immer einen Buff, dass wir uns in einen Elementar beschwören und so schauen wir dann dementsprechend auch aus. Und ja, das Rang 1 Ding hält 10 Minuten, das Rang 3 Ding hält 20 Minuten und das dazwischen Rang 2 hält halt 15 Minuten. Die Ränge sind hier tatsächlich auch relevant, denn wir müssen, um das Toy erhalten zu können, einfach nur den Buff auf 360 Minuten stacken und zwar nicht auf einmal, sondern insgesamt auf einem Char das 360 Minuten mal drauf gehabt haben. Heißt, ihr könnt euch jetzt, wie ich das gemacht habe, 18 mal Rang 3 kaufen, weil 18 mal die 20 sind halt 360. Ihr könnt euch aber auch 36 mal Rang 1 kaufen, ihr müsst euch halt ausrechnen, was euch günstiger kommt, ne? Oder weiß ich nicht, wie oft mal dann Rang 2, ihr könnt das glaube ich auch mischen. Ich habe einfach, weil es am günstigsten war, wo ich das gemacht habe vor 1-2 Wochen, habe ich da schon angefangen mit, hat Rang 3 nur 1,4, 1,5 gekostet, da war es tatsächlich noch ein bisschen günstiger. Die sind jetzt hochgegangen, aber gut. Ja, ihr könnt euch das selber als Schneider, wollte ich jetzt gerade schon sagen, als VZ craften. Heißt, wenn ihr es so wie ich macht, kauft euch 18 mal den Rang 3, setzt es ein. Das Ding hat immer eine Stunde Abklingzeit und der Buff hält 20 Minuten. Das Ding ist, die Abklingzeit von dem Item läuft ab, wenn ihr dementsprechend ausgelockt seid. Heißt, ihr könnt, wie ich das jetzt gemacht habe, einloggen auf euren Main, schmeißt das Ding an, macht ein paar Sachen, loggt um auf einen anderen Char oder so, macht da was, loggt wieder ein und wenn die Stunde vorbei ist, könnt ihr das Ding nochmal drücken. Oder drückt das Ding jeden Tag einmal, je nachdem wie ihr zeitlich in WoW aufgestellt seid, könnt ihr das ja variieren. Der Buff läuft nicht ab, wenn ihr ausläuft, die 20 Minuten bleiben drauf. Wie gesagt, ihr müsst den Buff nicht hochstecken, wenn ihr eins einsetzt, während quasi der Buff noch läuft, wird es addiert. Also sagen wir mal, ihr loggt ein, setzt den Buff ein, seid nur eine Minute online, der ist auf 19 Minuten noch, loggt quasi aus, loggt am nächsten Tag wieder ein, der Cooldown ist runter, setzt nochmal die 20 Minuten ein, dann habt ihr halt 39 Minuten drauf. Das deckt sich immer weiter hoch. Wenn ihr sterbt, der Buff verschwindet nicht. Ich habe es auch getestet, unfreiwilligerweise. Also das passt, ihr müsst einfach nur insgesamt mal 360 Minuten den Buff drauf haben. Und bei mir war es so, als ich das letzte Mal gedrückt habe und die 20 Minuten draufgekriegt habe, habe ich direkt das Toy gekriegt. Heißt, der Buff muss nicht durchlaufen, sondern ihr müsst insgesamt den Stack einmal oben gehabt haben. Ne? Genau, mehr ist es nicht und dann kriegt ihr dementsprechend das Toy. Das Toy können wir uns jetzt mal angucken. Und zwar setzen wir es einmal ein. Und dann haben wir das einmal hier. Quintessenz der urzeitlichen Beschwörung. Was macht es? Führt eine elementare Beschwörung durch und verwandelt euch 20 Minuten in das beschwörte Elementar. Also hier steht der komplett gleiche Text dran wie bei dem Item hier auch, was wir brauchen zum Einsetzen. Und es hat auch dieselbe Abklingzeit wie das Rang 3 Ding. Ne? Also wenn ihr das Ding einsetzt, dann ist das Item hier, seht ihr es gerade unten, auch auf Cooldown. Ja? Also das ist dann einfach die Toy-Version, die ihr endlos habt. Und das Item, was ihr im AHA kaufen könnt, ist quasi, ja, kostet euch bei jedem Mal einsetzen. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, was das sonst macht. Ihr seid halt jetzt einfach ein Elementar und ich meine, das Item hier macht auch, dass ihr einfach nur ein Elementar seid. Also da gibt es auch keine extra Buffs oder so. Ich dachte erst, dass man irgendwelche Stat-Buffs oder irgendwas kriegt, aber nö. Anscheinend ist das wirklich nur von kosmetischer Natur. Gut, heißt, wenn ihr ein bisschen Gold locker machen wollt, um ein Toy zu holen, ist das eine relativ einfache Sache. Bei mir hat es jetzt eine Woche gedauert, weil ich auf dem Main aktuell nicht sonderlich viel mache. Immer wieder eingeloggt und quasi das Ding gedrückt. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Toy-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich zeige euch nochmal, wie der Name ist. Extrakt der urzeitlichen Beschwörung. Das müsst ihr euch kaufen. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Toy-Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.